Für mich persönlich steht der Fortschritt, der eigene, der persönliche Fortschritt eigentlich immer im Zentrum jeglichen spielerischen Handelns. Wenn man Leuten wie Dejan Ryan, Dan Pink und anderen zuhört, bestätigen die das auch. Was mich dabei am meisten fasziniert, ist, dass, wenn ich zu enge Rahmenbedingungen setze für jemanden und ihn zu sehr an die Hand nehme, beraube ich ihm eben dieses Gefühls des persönlichen Fortschritts. Setze ich aber zu wenige Rahmenbedingungen, fühlt er sich sehr leicht verloren und weiß nicht genau, was ist der rote Faden, was wird verlangt, wo muss ich hin. Das heißt, diese Kunst, die richtige Balance zu finden zwischen einer zielgenauen Vorgabe, aber immer noch genug Freiraum zur eigenen Strategieentwicklung und herauszufinden, welchen Weg man geht, um eben die Zielvorgaben zu erreichen, das ist für mich die Kunst bei Gamification.